So. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Mein Freund, wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. So weich. Egal, die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befrage, oh, der ist für die Käfige. So, wir müssen kurz Katze machen. Jetzt hat. Gut, jetzt sind alle weg. Muss ich denn hier lang oder wohin muss ich? Laternen! Sie mögen keine Laternen! Es funktioniert! Kusch! Da ist es schon. Ah, okay. Nicht hinsehen, nicht hinsehen! Das ist der Schlüssel und ich dachte, das wäre irgendwie. Ja, siehst du, Amicia, Mama wird. Oh, mein Kopf! Fuck! Hört auf zu schreien! Das lasse ich uns dahin. Damit ich mit dem Licht da vorne den Weg machen kann. Oder? Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Geschafft, ganz allein. Ein ganz, ganz bisschen auch gefehlt. Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Oh oh. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Hand. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten?
Wie? Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Imperium. Hugo kann jetzt Trappen kontrollieren. Halte L-Zeiger gedrückt. Die Ratten zum Zielbereich zu schicken, okay? Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es funktioniert! Mein Kopf ist weg! Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Schreiner, die Ratten auf die Gefangenen losgelassen haben. Ich finde das Dokument. Lauf nur, du Feigling. Du hast wohl Angst, was? Hugo, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Hugo. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Du hast sie gefunden? Ich werde langsam verrückt. Okay. Das ist echt geil. Bist du da hin? Dumme Idee. Oder hier hin? Nope, hier gibt's nichts. Jetzt werden wir mal schauen, was passiert. Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's. So. Geschafft fürs Erste. Dieser Käfige verliere. Sei vorsichtig. Muss das so? Ne. So. Aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. So, raus hier. Das ist echt cool. Das ist echt cool.
Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Warte mal. War es am Ende dann wirklich Realität? Oder war das... Ich weiß es nicht. Oh. Beatrice, ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher, an meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Tötet sie! Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mami, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh! Oh nein! Hab ich ihn getötet? Tut mir leid, Nico! Angriff! Tötet Mama, sie! Was soll ich tun? Ich hab die Ehre, die Mutter des Trägers zu töten. Gehörst uns! Wach! Mit euch beginnt die Beschwörung! Die Zukunft hängt von euch ab! Bogenschütze! Lass mich in Ruhe! Lass mich gehen! Nutzlose Nacht! Oh Gott! Für denjenigen, der sie tötet! Haltet durch! Lieber Makula! Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Nun kommt! Der Junge wird schwächer! Ja, verschlinge sie! Die Schwelle wartet! Verschalte sie! Nein, Hugo! Hör nicht auf! Komm zu mir! Ich bin bereit zu sterben! Ich bin meine Erde! Wer du bist! Oh, Scheiße! Genug! Sepisanguis. Sag doch was, Hugo. Kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort! Lasst ihn in Ruhe! Was wollt ihr denn noch? Viel mehr! So viel mehr! Und ihr werdet bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Alter.
Das ist ein Penner. Trophäe erhalten, Blutlinien. Kapitel 15. Andenken. Was für ein ekelhafter alter Penner, ey. Ich hoffe, die Ratten können den fressen. Alter, ey. Boah. Der geht auch über Leichen. Hauptsache, er kriegt das, was er möchte. Ekelhafter Penner, ey. Und jetzt liegt wohl alles an Amicia. Aber ist jetzt damit gemeint, dass Amicia weniger Menschen durch Ratten getötet hat? Oder was meint das jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Amicia, sie ist wach? Ruhig, Amicia. Öko. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Hugo. Lasst mich allein. Scheiße. 1 Monat später. Komm. Hör auf zu träumen. Januar. Geh zu den anderen. 13:49. Wir müssen die Feuer entzünden. Was zum Henker? Komm schon! Könntest du bitte aufgehen? Ich glaube, Roderick arbeitet im Innenhof. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ja. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melly von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Ach, Melly wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Warte mal. Habe ich das richtig verstanden? Hat sie Hugo einfach abgeschrieben? Ja, okay, die haben ihn Pech gehabt. Mein Gott. Wirklich? Also, okay. Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Okay. Das geht. Der kämpft sich da noch ab. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Oh, was machst du denn hier? Oh. Mit Hugo hätte dich finden sollen. Steinbrech. Und ich habe einen übersehen, oder? Ja, scheiße. Den Steinbrech findet man häufig in kalten Gebirgslandschaften, wo er einen felsnischen Schutz vor dem Frost sucht. Er steht für Unausweichlichkeit und Verzweiflung. Sein Name geht auf den Umstand zurück, dass man früher annahm, er könnte bei der Auflösung von Nierensteinen helfen. Mist, ich hab's befürchtet, dass wir mit Hugo auch eine finden. Fuck. Egal. Ist jetzt nicht so spät. Ah. Ach nee, doch nicht. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los, nur Mut. Nur noch ein Tag. Was ist denn dann? Hä? Ist dann die... Ah, okay, jetzt kommen wir raus. Was ist denn in einem Tag? Hab ich da was verpasst? Aber es sieht ja um einiges wohnlicher aus. Um einiges wohnlicher. Cool. Die haben hier echt alles zu einem Zuhause gemacht. Komm ich hier durch? Jo. Aber erstmal... Die Suppe. Wer war noch mal dran? Melly? Nein, dafür riecht sie zu wenig nach Pfeffer. Da liebt wohl jemand Pfeffer.
Da vorne haben wir noch was. Oh. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Ach ja. Aber den kriegen wir noch. Den finden wir auch wieder. Ah, Stoff. Komme ich da nach unten hin? Und ich will hier bleiben. Wirklich? Und was wenn? Was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh, hallo Amicia. Hey, tut mir leid. Störe ich? Nein, Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu, es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los, und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Nein! Oh doch. Boah, ich dachte, ich darf jetzt wieder zurück. Rodrik konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Ah, okay. Ist er? Ne, doch nicht. Ach ja, Geschwisterliebe. Wer kennt sie nicht? Geh nicht sehr auf die Nerven. Alter, das ist hier eine reinste Material-Ding hier. Reinste Materialmine. Wo geht's hier hin? Ach, cool. Ein riesiges, begehbares Dings hier. Ah. Wie haben sie den Altar hingekriegt? Bitte, wenn du weißt, wo Hugo ist, hab Erbarmen und sag es mir. Oder wache über ihn, wenn du kannst. Haben die das alles echt hier aufgebaut? Das mit den Steinen, da die Figur, da auf der anderen Seite die Figur. Das Kreuz. Alter. Das ist ja geil. Respekt. Die Kinder haben Auge fürs Detail. Das feiere ich gerade. Hä? Hallo? Da war grad... Okay. Hier. Hier waren wir noch nicht. Und hier sieht doch alles um einiges schöner aus. Einiges aufgeräumter. Schön. Lukas hat hier wieder die Nacht verbracht. Es erinnert ihn sicher an die Zeit, als er bei Laurentius wohnte. Ah, das ist diese komische Brille. Lukas muss mit dem Büchersammeln aufhören. Bald liegen sie überall herum. Wäre das so schlimm. Lukas' Gesicht, als er dachte, das große Werk vollbracht zu haben. Und Hugo, gut gemacht, Lukas, du bist ein Zauberer. Ach ja, überall, wo man hinschaut, sind Erinnerungen. Aber ich gebe ihn nicht auf. Er kann nicht einfach weg sein. Vor allem, wir können das nicht zulassen. Das geht einfach nicht. Ich schaue jetzt mal zurück zur Truhe. Das ist nicht zurück zur Truhe. Da, oder? Ja. Vielleicht solltest du die Truhe irgendwo drinnen aufbewahren. Die Kälte draußen tut diesen Zutaten gut. Und was ist mit meinen Fingern? Tut denen die Kälte auch gut? Melly, ist alles in Ordnung? Mit Arthur meine ich. Ist schon gut. Er hat immer Angst, dass man uns schnappt. Er macht sich zu viele Sorgen. Wie steht's mit dir? Geht's dir gut? Ich versuche, mich abzulenken. Übrigens, wir sollten die Feuer bald entzünden. Mach langsam, ja? Ja, Mutter. Ja, das ist schön. Die haben sich einigermaßen eingelebt, aber... Ich kann Hugo doch nicht einfach so abservieren. Die Sonne geht gleich unter.
Ich hoffe, Hugo kann sie auch sehen. Aber sie kann auch Hugo nicht einfach so abschreiben. Nach dem, was wir alles erlebt haben. Das ist nämlich nicht so, das kann ich nicht annehmen. Schauen wir mal. So. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Sonnen kann geworfen werden, weiter Verbesserung. Oh. Aber davor brauchen wir einen Episanguis noch. Schade. Was brauchen wir da noch? Salpeter und Stoff. Dafür brauchen wir noch Leder und Seile. Ja, das ist ärgerlich. Ich befürchte. Also, ich hätte es wirklich gern gehabt am Ende. Da waren wir schon. Ich hätte wirklich am Ende wirklich alles wirklich gerne fertig gehabt. So, also, wir sehen es ja auch. Wir sind nur noch zwei Sachen, glaube ich, waren das, oder? Warte. Ne, ich muss ja mal schauen. Ja. Ne, drei Sachen: der Beutel, die Ausrüstung und der Behälter. Es sind nur noch drei Sachen, die wir wirklich verbessern müssten. Da hätten wir alles, aber... ja, schade. Schade, schade, Schokolade. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Alicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Du musst dich nicht entschuldigen. Kurze Frage, muss ich da wirklich jetzt, Luminosa wollte ich jetzt gerade sagen, Ignifa nehmen? Wer zum Teufel hat diesen Mechanismus entworfen? Alter, hier ist alles voll. Sich hier nicht umzuschauen, ist wirklich, wäre wirklich eine... Du dich jetzt endlich? Du sollst dich drehen! Rodrig ist halt so hier hinten. Haben wir was übersehen? Ne, ich wollte schon gerade sagen, hä? Ich muss aber wohl wirklich Ignifer für mich nutzen. Was? Wir haben nur noch zwei Ignifer? Vier Ignifer? Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Noch ein Stück, komm. Das sollte passen. Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich krieg das schon noch nicht. Hey, beruhige dich, wenn du alles kaputt machst. Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, mal aus. Schon dabei. Ja, du Scheiß da. Du blödes Teil, eben bleib doch stehen. Ich mag ihn. Ich finde ihn irgendwie. Ich finde ihn sympathisch. Die Rodrik-Methode. War jetzt funktioniert? Ist alles okay. So, dann schauen wir uns hier nochmal um. Nein, nichts. Ja, habe ich nicht vergessen. Was? Muss schon Lotto schreien, ich bin, was weiß ich, wie weit weg. So.
Hä? Ah! Runter können wir über die Leiter, aber nicht hoch. Hm, interessant. Ist logisch. Aber es ist auch echt schlau. Die haben da, wo die Ratten hochkommen könnten, haben sie da so Spitzen gemacht, dass sie höchstens da reinlaufen würden in die Spitzen. Das ist clever. So, machen wir erstmal die erste Feuerschale. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. So. Warum konnte ich das? Ich könnte das doch gerade antippen. Huch. Hui. So. Und sonst haben wir nichts mehr zum Einsammeln. Schade. Nur so wenig? Das prangere ich an. So, da haben wir noch ein paar Sachen. Zack, das. Wir haben Steine voll. Wir hatten Steine voll. Die Materialien habe ich eingesammelt, so, dann können wir jetzt losmachen. Soll ich das hier nehmen? Nein. Nein. Hey, geht es dir gut? Ja, warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik, das ist sinnlos. Es ist schon einen Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Sei still. Liebste Amicia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bad, du stinkst. Welch lieblicher Minnesänger ihr doch seid. Dann mal los, das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Welches? Das. Ah, okay. Ich finde das gerade cool. Arthur möchte dich ganz für sich allein. Schnauze. Ja, ich mag sowas. So. Das, wie war das, oder? Nee. Da sind wir hochgekommen, ich Idiot. Oh, okay. Entschuldigung. Das war welches? Da, ne. Dort. Oder dort. Nein, ich glaube dort. Dann müssten wir die Leiter hier emporklettern, oder? Dann müssten wir also die da vorne hochklettern. Darf ich jetzt auch hier hoch? Ja, jetzt darf ich hier hoch. So. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall ran. Frag Amicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Ja, stopp. So. Jetzt stopp.
Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob wir noch gleich noch rumlaufen dürfen. Aber Sicherheitshalber nehme ich alles mit. Also Werkzeuge haben wir fast alle gefunden. Dann schauen wir mal. Huch. Nein. Da fehlt uns immer noch Leder. Da fehlt uns Stoff und Salpeter. Und Episangris. Scheiße, ey. Ärgerlich. So. Dann haben wir hier als eingesammelt, soweit ich gesehen habe. So. Und fertig. Stimmt was nicht? Ja. Es scheint so. Scheiße. Das ist noch nie passiert. Scheiße, scheiße, ich habe noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutzt dein Feuerwerk. Ich bahne dir auf meiner Seite einen Weg. Oh. Schön. Ist es... Ist er... Ja. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben von allem alles voll. Also von allen Wurfdingern, sag ich jetzt mal. Eben nur gucken, ob wir es mit Salpeter fertig haben. Ich mag es bezweifeln, aber... Wir hätten noch Stoff gebraucht, ich Idiot. Ja, okay. Ja. Okay, doch nicht. Leuchtet zwar, aber kann man nicht benutzen. Okay. Man kann es aber schauen. So. Nein, ich sag. Oh, das war knapp. Oh. Da kommen wir jetzt nicht unendlich, oder? Das wäre nämlich dezent scheiße. Hier ist ein entzündetes Feuerwerk. Geh in Deckung. Sehr, ich bring dich zur Leitung. Komm,
Komm schon, du hast schon Schlimmeres überstanden. Halte durch! Ich bewege das andere zu dir! Beeil dich! Amicia! Noch mehr Angstfarbe! Keine Sorge! Warum auf einmal? Achso. Arthur? Arthur? Das Feuer ist an. Hä? Hab ich was? Sehe ich gerade was nicht oder? Ah, jetzt. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Ja, geschafft! Endlich! Herr im Himmel! Ich dachte schon, das war's. Alles in Ordnung? Ja! Danke! Jetzt liegt es an dir! Das Feuerbecken auf deiner Seite! Ich bringe dich hin! Wie kommst du voran? Gut! Lieber hier oben, als da unten! Was geht hier vor, Amicia? Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so! Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie angreifen! Na, hör mal! Das sind Ratten, keine Engländer! Aber sie wissen, was sie tun! Das habe ich erst einmal gesehen! Zu Hause, auf dem Land sind. Wir hätten doch abhauen sollen. Amicia, ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Überlass das mir. Das gefällt mir nicht. Ich kann nicht schneller. Dahin zurück. Da kommt doch bestimmt noch eine, zwei Dinger, oder? Sei doch. Scheiße. Was passiert hier? Warum jetzt? Ich bin da. Wir haben es fast geschafft. Los! Danke. Du verdienst deinen Ort. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Boah, ey. Die Ratten greifen an, aber warum? Warum jetzt und warum gerade bei uns? Wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Oh Gott. Hier lang! Hä? Schnell! Was zum... Ne. Geh. Tu, was getan werden muss. Domina ad ic. Ne. Ne. Hugo. Los. Hugo. Das war Ellie, was machst du an ganz der Tür? Sicher. Amicia, was haben sie mit ihm gemacht? Weg. Die Ratten! Er hat... Er kann sie kontrollieren. Ja, mit der Makula. Wo kommt man da hin?
Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielen gleich durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Amicia, er hat recht. Geh durch. Nein, nein. Fuck. Na super. Ach du Scheiß. An die Arbeit. Was? Hugo! Hugo! Töte sie! Oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo! Oh Gott. Ich bin Amicia, deine Schwester! Die Ratten müssen doch weg sein. Töte sie, Kind! Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Wie zurück, um von Nikolas zu fliehen. Komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr! Ich habe überall nach dir gesucht! Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass sie nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast! Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein. Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors! Akku jetzt! Stirb! Ihr werdet in der Hölle sterben! Was das mit ihm? Fürs Erste. Amicia. Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo, ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal. Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein, nein. Ich, Hugo, ich wollte... Ich beschütze. Ich bitte. Du hast gelogen. Nein. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Die Schwelle. Du hast es geschafft. Schwelle? Nein! Arthur! Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Oh! Hugo, er darf uns nicht sehen. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm, wie ihr bald herausfinden werdet. Moment. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Sie freuen sich, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Ah, okay. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Hier. Du kannst nicht ewig davon laufen. Nein! Wollte gerade sagen, das ist die erste Stufe wahrscheinlich. Gut.
wir hier auf Augenhöhe. Amicia, er hat sie alle getötet. Wir befreien noch mehr. Ist. Du musst dich verstecken, Amicia. Versteck dich, Amicia. Ich war. Das scheiß Ding war im Weg. Okay. Gut. Ihr wollt also spielen. Dann spielen wir. Auf Augenhöhe. Die Ratten, Amicia. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Wir befreien noch mehr. Ach du Scheiße. Es ist nicht leicht, im Schatten des Trägers zu leben, oder, Amicia? Ach, ich... Ja. Was wollt ihr schon ausrichten? Ihr seid nichts. Nur Fleisch für meine Klinge. Nee, oder? Ich weiß, dass ihr hier seid. Ganz nah. Wo ist er? Da. Nein. Zweite. Du kleiner, ekelhafter Penner. Oh Gott. Geiler Kampf. Arthur? Nein, nein, nein. Arthur! Ich werde sie töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf. Ich töte sie. Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner. Melly. Das schaffst du nicht. Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf! Seht euch um! Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts! Sie hat recht. Amicia. Offensive Strafe. Das ist Wahnsinn. Wir sind fünf. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Oh, hat ja. er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten. Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts.
Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Oh ja. Trophäe erhalten, Andenken. Kapitel 16. Krönung. Boah. Diese Bossfights sind mega gut gemacht. Der allererste, da mit diesem Typen, wo wir die Rüstung abschmeißen müssen. Und jetzt bei ihm gerade, wo wir die Feuer löschen mussten. Alter. Echt gute Ideen haben die, muss ich schon sagen. Respekt. Oh. Einmal durchatmen. Alter. Ich weiß, warum ich mich auf das Spiel gefreut habe. Aber das ist so geil, wird er nicht gedacht. Vor allem... Sie ist riesig! Wie sollen wir bloß Mama finden? Wir werden sie hier rausholen, Hugo. So, Freunde, genug getrödelt. Hey, warte! Melly ist traurig. Sie wird sich wieder beruhigen. Aber können wir ihr nicht helfen? Deswegen sind wir hier. Wir helfen ihr, sich zu rächen. Und am Leben zu bleiben. Wir haben den Knirps und die Ratten. Wir sind unbesiegbar. Rodrik, er ist 5. Vor allem Amicia erinnert mich irgendwie an die, wie heißt sie nochmal, von Game of Thrones, die älteste Schwester von den Winterfells. Ah, oh, scheiße, wie heißt sie nochmal? Weiß ich nicht mehr, schade. Ja, und ich würde sagen, in der nächsten Aufnahme stürmen wir hier die Burg. Aber ich brauche jetzt erstmal Pause und beziehungsweise für dieses wunderschöne Ding lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Das möchte ich in der nächsten Aufnahmesession schön auskosten. Alter, viel erlebt haben wir. Wir haben die Mutter gesehen, sie lebt wirklich noch. Der Vater wurde verschlungen von den Ratten. Und wir haben, ich weiß nicht, war das jetzt ein Albtraum oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war wirklich Realität. Nee, das muss Albtraum gewesen sein. Weil da hat Laurentius dann auch gelebt. Boah, ich weiß nicht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Plague Tale Innocence, der wahrscheinlich letzten Aufnahme. Ja, dann, ich hoffe, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal bei A Plague Tale Innocence. Mit mir, eurem Heavy Man. Ciao.